Hallo, hier Christine und ich zeige euch heute, wie ich mit Utes Tipps mein Auto super sauber bekommen habe. Und so habe ich es gemacht. Als erstes habe ich mein Auto nass gemacht. Den groben Schmutz habe ich dann mit dem Multizwecktuch entfernt. Mit dem Fensterputztuch habe ich dann die Oberflächen nachpoliert. Das funktioniert prima und die ganzen toten Insekten am Auto lösen sich nur mit Wasser. Das gleiche Prinzip funktioniert auch hervorragend bei den Seitenspiegeln. Der ganze Staub wird gelöst und zack, sauber ist der Spiegel. Und auch die Nasenmalerei von meinem Hund habe ich nur mit Wasser von den Fensterscheiben gelöst und das ganz ohne Streifen. Das ist einfach der Wahnsinn. Fast so, als ob die Scheibe weggeputzt ist. Bei meinen Felgen habe ich mir Multistar zu Hilfe genommen. Einfach die Felgen einspülen und mit dem Goldschwämmchen schrubben. Schrubb, schrubb, schrubb. Dann mit Wasser abspülen und über das Ergebnis staunen. So sauber waren sie das letzte Mal beim Neukauf. Wow! Im Innenraum kommt das Multizwecktuch für Fettfinger, Staub und Co. zum Einsatz. Einfach nass wischen und mit dem Fenstertuch nachpolieren. Ade Fingerabdrücke auf dem Display. Und mein persönlicher Tipp für Beklebung an der Autoscheibe? Hier kriegt ihr die Klebereste wunderbar mit der Mikropaste ab. Achtung, bitte nur auf der Scheibe anwenden. Mit der Mikropaste und einem extra Multizwecktuch löst ihr alle Klebereste. Danach mit einem sauberen Multizwecktuch die Mikropastenreste aufnehmen und mit dem Fenstertuch nachpolieren. Weg ist der Aufkleber. Natürlich kann man mit den Produkten noch viel mehr machen. Zum Beispiel mit dem Saugwundertuch dein ganzes Auto trocknen. Aber probiert es doch gerne einmal selbst aus und zeigt Ute und mir eure strahlenden Ergebnisse.